Favoriter, es ist unmittelbar nach Spielschluss. Die Champions League-Qualifikation ist geschafft. Wir sind hier in den Katakomben. Du bist jetzt schon verabschiedet worden von der Mannschaft. Du hast dich selber können verabschieden. Auch ein sehr gemischtes Gefühl und sehr emotional für dich. Ja, es ist wirklich unglaublich emotional, was ich hier erreichen mit diesem Club. Zweimal Meistertitel, zweimal Champions League Qualifikation. Einmal gespielt, jetzt leider nicht mehr. Und ja, es war wirklich eine unglaubliche, schöne Zeit gewesen. Nicht nur, weil es erfolgreich war, sondern auch, weil ich Freunde fürs Leben gefunden habe. Ja, es ist ein unglaublicher Zusammenhalt in dieser Mannschaft. Wir sind wirklich wie eine grosse Familie. Und das schätze ich ja, wirklich sehr an diesem Verein. Sei es in der Mannschaft oder auch im Staff oder ja, beim Sportchef oder beim Trainer. Es sind wirklich sehr nah zusammen und alle wissen, was sie voneinander erwarten. Von dem her habe ich all die Jahre hier sehr genossen. Und ja, die Weg hier, es ist eigentlich wie ein Traum. Der Traum von vielen kleinen Gielen oder Menschen, die Fußball spielen. Du warst von klein auf IB-Fan, du bist bei den Junioren zu IB gekommen, hast den Weg geschafft und dann einfach, ja, man kann sagen, eingeschlagen in der Kürze, in der so kurzer Zeit zum Nationalmannschaftsspieler entwickelt und ja, jetzt der Sprung in eine grosse Liga. Ja, ich glaube, es ist wirklich wie Märli, wenn ich das so darf sagen. Ich glaube, in meiner ersten Woche, wo ich wirklich richtig mittrainiert habe mit der ersten Mannschaft, habe ich dann schon von Anfang an durften spielen gegen Servette, dann im Auswärtsspiel. Ich habe noch meinen bekannten Versprecher gemacht im Interview nach dem Spiel, wo ich den Spitznamen immer noch habe bis heute. Und, ab dann ist es dann wirklich steil aufgegangen. Klar hatte ich auch Momente, die nicht so gut sind gelaufen. Oder wenn ich mal ein bisschen weniger gespielt habe, aber in den letzten 1,5-2 Jahren bin ich glaube wirklich Stammspieler gewesen, standiger Stammspieler. Und habe mich wirklich können weiterentwickeln. Oder durch das, dass jeder zu mir geschaut hat, sei das der Assistenztrainer, wenn ich Videoanalyse hatte. Oder allgemein einfach alle Leute um mich, die mir immer viel Mut und Selbstvertrauen gegeben haben. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für einen jungen Spieler. Und ich glaube, mein Weg zeigt hier auf, so wie dann von Michel Lebischer, dass man es von den Junioren kann schaffen kann und dann auch den Traum in eine Top-Liga kann machen kann. Und jetzt gehst du eigentlich perfekt. Du hast noch einen riesen Anteil gehabt, natürlich selber mit der Champions League-Qualifikation. Du kannst dich wunderschön verabschieden. Du bist ausgewechselt worden mit einer Standing Ovation. Schöner hätte es fast nicht können sein. Auf keinen Fall. Es war aber auch mein absolut oberstes Ziel, dass ich da in dieser Mannschaft noch die Champions League-Qualifikation erreichen kann. Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich nichts wissen vor dem Spiel, dass ich mich voll und ganz auf das Spiel kann fokussieren kann. Also erst direkt nach dem Spiel erfahren, dass sich die Clubs einigen können. Und von dem her ist es wirklich unglaublich schön. Ein perfekter Abend, eine perfekte Zeit, die ich mit IBA verbringen konnte. Ja, und vielleicht auch, es war ja vielleicht nicht ganz ein einfacher Sommer gewesen. Man hat von Anfang an gewusst, dass du natürlich Kandidat bist. Du bist auf der Zettel in ganz Europa gewesen. Es hätte in verschiedene Richtungen gehen können, in verschiedene Länder, in verschiedene Ligen. Und es ist jetzt bis ganz zum Schluss gegangen, wo es dann schlussendlich klar war, wo es dich herzieht. Genau, es war wirklich nicht unbedingt einfach gewesen. All die Eindrücke zu verarbeiten mit nur einer Woche Ferien. Klar, ist es auch nicht Schuld vom Verein. Die Saison hat schon wieder angefangen. Von dem her habe ich mich auch da wieder voll konzentrieren. Aber es war auch nicht immer einfach für mich. Mit all diesen Eindrücken oder besser gesagt mit den Medien von außen, mit der Fragerei, wo geht er her, mit den Spekulationen. Ich habe immer gesagt, dass ich, wenn ich etwas mache, dass es 100% stimmen muss. Und das ist jetzt der Fall mit Stade Rennes. Ich habe natürlich auch, oder besser gesagt, vorher auch schon andere Interessenten oder Angebote gehabt, von anderen Ligen, aber es hat für mich nicht voll und ganz gepasst. Und das Projekt, das ich jetzt kann machen mit Stade Rennes, ist wirklich super. Es passt für mich, es passt für IBE, es passt für meinen Berater, es passt für meine Familie und es passt wirklich 100%. Von dem her kann ich mich auch voll dafür committen. Und es ist, glaube wirklich ein Traumabschluss, den ich heute machen konnte. Und willst du dir bei Rennes jetzt als Füße vorstellen? Definitiv nicht, nein. Das bleibt hier mein Spitzname. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, zum Schluss übergebe ich dir das Mic für deine Verabschiedung von den IBE-Fans. Liebe IBE-Fans, ich möchte mich noch einmal bei allen von euch bedanken. Es ist eine unglaubliche Zeit, die ich hier verbringen konnte. Es ist mein Heimatclub, mein Herzensverein. Ich bin schon als kleines Kind immer an die Spiele gekommen, habe sie verfolgt. Dass ich da so eine unglaubliche Zeit können machen konnte, ich glaube, etwas Schöneres gibt es nicht. Ich habe zweimal Champions League, wie ich schon gesagt habe, können erreichen. Zweimal Meister, einmal Cup-Sieger.
Und ja, ein schöner Abschluss als heute gibt es gar nicht. Natürlich mit dem Support, der jedem Spiel vorhanden war. Mit der Liebe, mit dem Selbstvertrauen, das ich von euch gespürt habe, gibt es nichts Schöneres. Und für mich war es wirklich eine unglaublich schöne Zeit, die ich nie vergesse. Und IBE wird immer in meinem Herz bleiben und ich werde jetzt natürlich auch in Zukunft das Spiel verfolgen. Merci vielmals, Fabio Rieder, und wir wünschen dir natürlich alles Gute auf deinem Weg. Merci vielmals.